So, dann sag doch mal irgendwas für die Testaufnahme. Ja, ich bin Marco. Ich wohne in einer wunderschönen Kaff und mein Penis ist 30 cm lang. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem nagelneuen Projekt auf meinem Kanal. Und zwar nicht alleine, nein. Hallo, dein Einsatz. Ich darf dich eh drücken. Aua! Ups, PvP ist an. Hey! Hey! Nicht sterben! Ich bin am Apparat! Ist okay! Ja, okay, was? Kratzdown cool. Ja, schön, dass du dich auch vorgestellt hast. Ja. Yeah. Eigentlich Marco, der Rest ist eigentlich doof. Richtig. Oder Reddy. Ne? Ich bin Reddy, der Reddy. Genau, du bist Reddy. Mann, ich hab schon Hunger. Ja. Ja, also was spielen wir hier überhaupt? Willst du uns das mal erklären? Ich? Ja, du. Ich hab dir das doch erklärt, warum muss ich das... Ja, vielleicht unser Zuhörer. Oder Zuschauer. Ja, dann geht das. Ich hab zu lange Praktikum beim Radio gemacht, sorry. Zuhörer. Und jetzt kill ich mal. Ich glaube, du spawnst... Nee, über... Egal. Also, das ist die Map Minecraft Captive. Wo? Ich spawne irgendwo eben nirgendwo. Ja, genau, das meinte ich. Aber ich hab's in mein Tag geöffnet. Ja, da sind wir schon. Ich bin im Stein. Egal. Auf jeden Fall, das spielt gerade in der Snapshot 14W21B. In dieser Version ist es, oder auch vorher, ist es möglich, so eine World Border zu erstellen. Aus dieser kann man nicht flüchten und nichts abbauen und bla. Und am Anfang ist die halt 1, wie man sieht. Und wenn man einen Erfolg halt errungen hat, wie jetzt zum Beispiel Keep Inventory, verbreitert sich diese World Border um 1. Und das Richtig. Ist eigentlich der ganze Sinn des Spiels, um alle Erfolge freizuschalten. Richtig, und das haben wir gerade schon gemacht durchs Inventar öffnen. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier jetzt eigentlich machen können. Ja. Im Prinzip können wir uns nur gerade runtergraben. Ich dachte so systematisch das ganze Loch, ach egal. Und dann warten wir auf Holz oder was? Ja. Und was wäre das erste denn, was wir... Gucken wir mal auf die Folge, was könnte man machen? Ja, das erste ist dreimal auf Holz geklopft. Das geht schlecht hier in der Wüste. Gibt keine Achievement dafür, Sand abzubauen, oder? Also jetzt hätten wir jetzt die World Border auf 20 bereitet. Ey, jetzt mal ohne Witz. Funktioniert das dann hier überhaupt? Kann das überhaupt funktionieren? Sind die Maps zufallsgeneriert oder? Nein, da vorne steht doch ein Haus. Das heißt im Prinzip muss es funktionieren. Weil sich irgendjemand was dabei gedacht hat. Naja. War denn über uns irgendeine Insel oder so? Hier ist was. Ah. Room of Monuments. 2, 24, 4. Title. Ja. Allerdings total wenig Haltbarkeit. Wir haben Holzprodukte. Was kann man damit machen? Ich hab keine Ahnung. Wir müssen irgendwie einen Baum finden. Bla. Also weiter runter. Oder kann man mit diesen Items. Ne, mit diesen. Ich baue mal nicht mehr mit diesen Items runter. Nee, das. Vielleicht brauchen wir das noch. Dieses Spiel ist sehr. Hier ist Iron. Das kannst du aber noch nicht abbauen. Nee. Hast ja nur Holz. Das brauchen wir bestimmt auch. Ich wette, wir fangen gar nicht mit Holz geklopft zuerst an. Ja, auch langweilig. Nee, wir buddeln uns jetzt so lange runter, bis wir Cleanstone finden. Boah, nee, hier ist Holz. Da ist Holz? Ja, da habe ich nichts gesagt. Kann man überhaupt die anderen Erfolge mit der... Ah, und da vergrößert. Ich habe noch ein Herz. Sieht doch mega nice aus schon mal. Hoch, mich nicht bitte schlagen, ich habe ein Herz. Los, World Border, willst du dich nicht vergrößern oder war's Hat das sich schon? Das war's schon. Schade. Warte, wenn ich jetzt eine Werkbank mache, dann vergrößert sich's nochmal, oder?
Ja, tut es. Soll ich mal? Ja, dann mach mal. Benchmarking. Wenn wir Tab... Oh, hier ist eine Kiste hinter. Wenn wir Tab drücken, sehen wir auch, wie viel wir Erfolge freigeschaltet haben. Hier sind Äpfel drin. Schüsseln. Vergiftete Kartoffel, damit kann man verzaubern, ne? Ich weiß es nicht. Mit einer Hilfe. Verdammt, das kann also, ich immer noch nicht öffnen. Ich habe jetzt Holz, damit könnte ich... Setz die Werkbank mal daneben. Aha. Ah. Das nächste Achievement und das nächste Achievement. Wieso hab ich Time to Farm? Achso, wir haben beide das. Ja, ja. Das heißt, wir können jetzt die Tür öffnen schon mal. Das nächste Update wäre technischer Fortschritt. Das wäre, aha. Geh mal raus. Geh mal raus. Das wäre jetzt Steine, eine Steinspitzhacke bauen. Das wäre das nächste Border. Achso, ich esse jetzt hier mal... Nicht mit Kobbel hochbauen. Ja, ich wollte gerade sagen. Das ist ziemlich doof. Ich esse jetzt mal hier Dingens. Äpfel. So, Orkt. Da ist der nächste. Natürlich nice. Haben wir jetzt auch noch mehr vor. Hast du einen Timer gestellt eigentlich? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe hier im Prinzip eine Uhr. Ja, die habe ich auch. Toll. Das hat ja viel gebracht. Jetzt kommen wir aus der Tür aus. Jetzt können wir die Tür abbauen. Ja, was haben wir vor? Wollen wir weiter runter? Willst du dir auch noch eine Spitzhacke bauen, oder? Ja, achso, vielleicht. Ja, das wäre mir ganz nett. Geht aber nicht, weil hier nichts drin ist. Ah, wir haben doch oben Eisen gehabt. Stimmt. Das geht, Das muss man aber erst schmelzen. Warum haben wir kein Holz? Wo ist das Holz hin? Das hast du alles verarbeitet. Nein, hab ich nicht. Ich auch nicht. Hä? Du hattest alles Holz mitgenommen. Nee, das hast du alles zu Schüsseln verarbeitet. Nein, die habe ich gefunden. Sicher? Ah, ja, ich habe es nochmal vergrößert zu den Waffen. Ziemlich sicher, ja. Wir hatten auf jeden Fall noch was, glaube ich. Oh, hier geht's. Hier ist die erste Höhle. Mhm. Warte, soll ich mal oben gucken? Ich guck mal gerade oben. Ja, ich hab den World Border schon wieder vergrößert. Da unten ist ein Dungeon. Ja, ich guck mal gerade oben, ob hier irgendwas sich getan hat. Hm. Wir können doch mittlerweile in das Haus gegenüber rein, oder? Du meinst ganz oben? Ja, hier haben wir jetzt noch Stay Clay. Achso, nee, das geht hier nur runter. Wie es aussieht. Cheater. An die Macht. Nee, komm mal. Hier auch ist nicht. Noch einer. Ein Erfolg noch. Wenn wir an dieser Kiste kommen. Gucken wir mal auf die Erfolge, was wir noch machen könnten. Die finde ich wo da? Hm. Brot machen. Kuh finden. Monsterjäger Knochen. Achso. Vernichte ein Monster. Bitte ein Skelett von 50 Metern. Aber diese Erfolge geben keinen Erfolg. Das sind nur so. Bonuserfolge. Ja, genau. Ofen. Ofen machen.
danach wäre hier Dingens. Hier Bobbins, weißt du? Auch wenn wir so viel Holz haben. So, jetzt könnten wir oben an die Kiste. Können wir mal, gucken wir mal. Können auch bald die Leiter benutzen. Hier ist eine Goldhacke mit Effizienz 5 drin. Und das soll uns was bringen? Warum Effizienz 5? Kannst du damit wahnsinnig schnell abbauen. Ja, aber was? Achso, warte nur. Ho. Ja. Hä? Hab ich Spitzhacke das gesagt? Ist, ja, also hast Hacke gesagt und das damit verbinde ich Spitzhacke. Oh. Ich meinte Ho. Komisch, oder? Das ist echt komisch. Jörg, was hältst du denn davon, einfach mal so spontan ein Thema anzusprechen? Irgendwas. Richtig, ich trinke gerade Malzbier übrigens. Malzbier? Von welcher Marke denn? Ich möchte hier kein Product Placement machen. Weil wir nur Teufelanlagen besitzen. Und wenn du verstehst, was ich meine. Das war eine Anspielung auf was, was du mir mal erzählt hast. By the way, ich hab eine Teufelanlage und Kopfhörer. Habe ich mich jetzt verkauft? Total, nur leider kriegst du kein Geld dafür. Verdammt. Naja, nee, verkauft heißt es ja nur, wenn ich nicht für das Produkt bin und. Ne? Ja, naja, bei Malzbier fällt mir gerade was ein. Ein finnischer Austauschschüler von mir hat mir mal einen finnischen YouTuber gezeigt, der so alle möglichen Horrorspiele let's playt und dabei eben echtes Bier trinkt. Und es ist echt witzig zu sehen, wie er sich immer mehr erschreckt, je betrunkener er wird. Weil es halt mit Facecam. Das ist sein Content, er besauft sich und dann. Richtig, er besäuft sich und zockt dazu Horrorspiele. Und das kommt super an. Und die Leber feiert ihn auch, ne? Hat ihn 10 Accounts gemacht, hat ihn dreimal abonniert. 10 Accounts dreimal abonniert, finde die Logik. Naja. Man braucht ja für jeden Channel, den man abonniert, irgendwelche Kanäle. Ich meine, wäre langweilig, wenn man alle mit demselben Channel abonnieren würde. Hm. Mache ich ja auch nicht anders. Jetzt brauche ich denn meine 20 Zweit-Accounts. Ja. Die natürlich alle immer in der Beschreibung verlinkt sind. Und wo natürlich so, unglaublich tolle Vlogs drauf kommen. Jetzt erzähl mir mal. Achso, wir könnten. Ja, wir können. Ich verbrenne jetzt unsere alten Holz, also die Sachen, die wir gefunden haben, ne? Aus Holz. Und die Schüsseln könnten wir auch verbrennen, ne? Ich glaube. Ich will das nächste Achievement kriegen. Oh, Holzschüsseln kann man gar nicht verbrennen. Wusste ich gar nicht. Ah, ich weiß, was du kriegen willst. Eisen. Richtig. Den nächsten Erfolg zu bekommen. Bam. Da wär's. Ja. Die bald anstehende Gamescom ist ja jetzt. Bald. Da war ja was, stimmt. Und du bist das erste Mal da, ne? Richtig, yay. Richtig. Das sogar mit Presseticket, yay. Ah. Also, falls mich irgendjemand sieht, ich werde mit einem Superman-Kostüm da sein. Und um mich drum herum wird natürlich wie üblich eine Traube von Fans sein. Also, kennst du den Begriff, okay. Ihr werdet mich auf jeden Fall erkennen, solltet ihr mich da sehen. Mhm. Ach so, und natürlich habe ich so ein tragbaren Beamer dabei, der immer so ein Hologramm mit Orkinus Let's Play über mich projiziert. So eine Art Batman-Zeichen, ne? Richtig. In den Himmel. Ja. Und wenn du im Haus bist, ist das Licht so stark, dann fackelt dir die Decke weg und dann leuchtet es immer noch wieder. Richtig. Und jemand, der ganz lieb fragt, der darf dann sogar mein Sixpack fühlen. Okay, das war jetzt sogar eine Schippe zu hart für mich. Also, wir haben jetzt 5 Eisenbarren. Wunderbar. Was machen wir davon? Keine Ahnung. Holzdildo draus bauen. Jiha. Kannst dir nichts Schöneres vorstellen. Hä? Auf jeden Fall. Warte mal. Warum stand da jetzt Redstained Clay? Ja, das steht hier manchmal. Was wollte ich jetzt eigentlich nachgucken? Genau, wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon auf? Ich weiß es nicht. Machen wir noch 5 Minuten, dann kommt die nächste Folge, würde ich sagen.
Okay. Oh. Ja, können wir machen. Gut, wir haben jetzt 32, also 0.32 Uhr. Wir sagen jetzt 5 Minuten lang nichts. Richtig, 5 Minuten lang schweigen. Hältst du das durch? Hä? Was? Hier steht jetzt Blue Stain Clay. Ist das irgendein... Sollen wir uns auf irgendwas aufmerksam machen? Ich bin auch gerade überlegen. Yellow? Die Mette? Hier ist Blue irgendwo. Ja, das hat irgendwas mit diesen Säulen zu tun, oder? Immer wenn ich an einer Säule stehe... Blue, Magenta. Green. Hast recht. Hey, sollen wir da. Sollen wir irgendwie. Lime, weil wir Lehm bekommen Ditto. Haben. Ich glaube, wir sollen den da einsetzen. Hier drei Blöcke meinst du jetzt hier so? Da wo. Oder an. Oder nehmen. Ne, den unteren austauschen, glaube ich. Aber bei jedem steht was anderes. Red. Green. Ja, red. Blue. Magenta. Hm. Also wir haben keine Ahnung. Ich habe mal das andere Captive gespielt, aber das hier noch nicht. Right, light. Ist ja, immer gut, wenn alle keine Ahnung haben. Ey, wir haben hier doch roten Clay. Also könnte nicht rot gefärbter Ton. Könnte ich jetzt hier bei Red hin machen, oder nicht? Yellow. Hast du welchen? Ja, ja, das ganze Ding besteht aus roten. Ja, hast du welchen dabei gerade? Dann setz den doch mal dahin. Ja, ja, ja. Na gut, da wird vermutlich noch nichts passieren. Meinst du, wenn wir alles haben? Genau, das meine ich. Oder es wird gar nicht kontrolliert, sondern nur, wenn wir alles dann da stehen haben, haben wir ja gewonnen. Warte mal, stell mal unten wieder den anderen hin. Ah. Nein, so, Monument complete. Funktioniert also doch. Also doch das Glas. Das Glas austauschen gegen die Farbe. Ja, guck hier. Ich frag mich. Okay. Meinst du, wenn wir dann alles ausgefüllt haben, sind wir fertig oder was? Ich glaube. Was ist das hier? Hardened Clay. Nee, das wird nichts sein. Ja. Was machen wir jetzt eigentlich? Ist das nicht yellow? Orange. Ja. Die Treppen bestehen aus Orangen. Ja, ich werde jetzt den letzten, noch einen dieser Dingens hier. Ich schätze mal, wenn wir das alles haben, haben wir gewonnen, oder? Ich sterbe an Hunger. Ja, wir haben Äpfel noch. Und ich sterbe sowieso. Ach, Yellow. Oh. Genau, ist auf jeden Fall Yellow. Yeah. Blue, Green. Magenta. Lime. Hm. Light Grey. Ich kann hier auch ein bisschen auf den Schlaf. Wir haben immerhin dann 12:30. Richtig. Ich bin und ein Monument aufgestanden. Ein Monument completed. Genau. Und wir können gleich mal einen Folgenschnitt machen. Hey, hier oben steht eine Pilzkuh. Ich werd verrückt. Hier stehen zwei Pilzkühe. Echt? Ja. Ich hol die Schalen. Genau, hol die Schalen, ist ja geil. Beeil dich, bevor ich tot bin, ich hab noch drei Herzen. Wir spielen nicht auf hart. Doch, spielen wir auf hart? Ich weiß es nicht. Ich hab noch zwei Herzen. Ja, dann spielen wir auf hart. Ah! Gib mal eine Schüssel. Da ist ein volles, schnell! Nice, ich hab noch ein halbes Herz, Junge. Pass auf, dass du dich nicht aus der World Border kickst. Geil! Ja. Hat das jetzt das Monument gekriegt? Ich glaube. Oder? Ich hol mal gerade irgendwas zum Blocken. Was mit dem Folgenschnitt? Den machen wir gleich. Hat ja Zeit. Na, immerhin musst du das hochladen. Stimmt. Heute noch. Ja? Weil ich morgen schon wieder in Urlaub fahre. Ja, genau. Ja, ich bin echt hardcore. Hardcore. Wollte ich nur so anmerken. Alles für euch. Was machst Richtig. Du jetzt nochmal? Ich wollte oben, dass keine Kuh uns aufs Dach fällt. Ach so.
Hast du Ahnung von... Was kann man denn jetzt als nächstes machen? Ein Brot. Aber wir haben keine Seeds. Könnte eine Kuh umbringen. Nein, spinnst du. Ja, eine? Ist doch okay. Nein. Droppen die nicht. Leder? Nein, oder? Manchmal. Das versuche ich ein. Nein, du killst keine Kuh. Warum? Wir brauchen nur eine. Nein, wenn wir Weizen finden, können wir die paaren. Dann haben wir unendlich Fleisch. Das ist viel effektiver. Ach, unser Monument habe ich volles. In der anderen Cactus war das so, dass da immer Neues gespawnt ist. Aber ich weiß nicht, wie das hier ist. Ich würde mich nicht drauf verlassen. Du nimmst unsere Bude auseinander, das finde ich nicht gut. Richtig, ich brauche Lehm. Ah, das ist Kohle. Ja, geil. Guck mal, wo die Kühe stehen. Das am Ende halt nicht, der Welt. Ich bin gerade ganz unten in der Höhle. Da, wo unser Niveau ist. So tief bin ich jetzt gerade. Krass. Das ist echt tief. Das, warum rennt... Warum ist das witzig? Ich weiß es auch nicht. Was können wir denn jetzt als nächstes... Willst du dich verarschen? Was können wir jetzt als nächstes machen? Ja, nichts. Wir sind fertig. So, Leute, Projekt ist beendet. Ich freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Hä, jetzt mal ohne Witz. Nee, wir können es doch im Prinzip immer nur weiter nach unten vorarbeiten, oder? Ja, wir können nur darauf hoffen, dass wir irgendein, ja, halt Dingels finden, ne? Ja, genau, dass wir halt Dingels finden. Und ich würde sagen, mit diesen weisen Worten beenden wir diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin, ciao, ciao. Ja.